Moin liebe Freunde von Konno und willkommen zurück, nicht nur zu einem neuen Part, nein, auch zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Jo, ich durfte übrigens bis zu dieser Stelle nachspielen, weil ich nämlich tatsächlich vergessen habe zu speichern. Und dieses Mal werde ich auch direkt draufhauen bei Naruto, weil das ist mir echt zu blöd, dass ich die ganze Zeit warten muss, bis die 6 voll sind bei den Jutsu des Tausches. Tja, das war nichts mit deinem Rasengan, ne? Also ich versuche jetzt gerade Abwehr- und Angriffstechnik zu kombinieren, was schon mal gar nicht so einfach ist. Okay, wir haben schon mal 3. Weil ich habe mich ja beim letzten Mal, die Älteren werden sich bestimmt erinnern, habe ich mich ja ziemlich aufgeregt. Okay. Och, Naruto. Ey, das kann doch nicht angehen. Warum ist er auf einmal so stark? Ich verstehe es nicht. So. Okay, Chakra-Siegel. Wir müssen übrigens mit unseren Trefferpunkten schon wieder aufpassen. Sehe ich schon wieder. Ich krieg's nicht hin, ey. Ja, natürlich. Natürlich gibt es nichts, womit ich mich heilen kann. Das ist zum Kotzen, ehrlich. Seine Jutsu sind leider echt eine Katastrophe. Wir dürfen nicht in den roten Bereich reinkommen, das ist das Problem. Oh, Scheiße, ey. Haben sie... Oh ja, das war's. Hat sich erledigt. Oh Mann, das fängt doch schon wieder super an, ehrlich. Das ist so eine Scheißvoraussetzung, ehrlich. Jeder andere Kampf hat super funktioniert, aber dieser Kampf, echt für die Tonne. Geht schon wieder richtig gut los. Ich weiß schon, warum ich keinen Bock habe, Naruto aufzunehmen. Ja, ich habe wirklich keinen Bock, Naruto aufzunehmen. Ist das erste Mal, dass ich keinen Bock habe, Naruto aufzunehmen. Ehrlich. Am liebsten würde ich das Spiel überhaupt nicht aufnehmen. Aber das geht ja auch nicht, das kann ich ja auch nicht machen. Weil dieser Kampf ist wirklich beschissen. Vor allen Dingen, da Naruto niemals so stark ist. Und leider Neji beschissene Jutsus hat. Ehrlich, wirklich beschissene Jutsus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, finde ich sehr schade, dass die Neji solche beschissenen Jutsus gegeben haben. Jetzt sieht das so einfach aus. Ich kann übrigens mal so ganz nebenbei berichten. Ich habe die letzten Tage ohne Ende Valkyria gesuchtet. Und zwar wirklich ohne Ende. Also ich glaube, ich habe mittlerweile da fast 50 Stunden zusammen. 45 Stunden habe ich zusammen, fällt mir gerade ein. Aber dafür bin ich auch fast durch mit der Story tatsächlich. Ich würde jetzt gerade mal ein bisschen weniger labern. Wäre echt schön, wenn wir den jetzt mal am Arsch kriegen, ehrlich. Ja, natürlich. Och, Mann, ey. Ja, ist klar. So, na endlich. Meine Güte nochmal. Sollte es jetzt endlich gewesen sein. Ja, das war's. Gott sei Dank. Endlich. Ist dieser blöde Kampf gewonnen, ehrlich. Für 2000. Da muss man sich mal reinziehen. Für 2000. Der haut dir so in die Fresse. Ich glaub's ja wohl nicht. Bäh.
Sorry. Mir ist gerade der Controller aus der Hand geflogen, beziehungsweise aus dem Schoß, weil ich gerade dabei bin, mir was einzuschenken. Deswegen habe ich gerade aus Versehen den Text übersprungen. Sorry. So. Ja? Da sagt Neji nix zu. Da freut sich Naruto. Ich will mal gerade gucken, habe ich mein Mikro überhaupt an? Ja. Sehr gut. Ich glaube, dafür gab es 6 Edelsteine, ne? Ja, 56. Sehr gut. Geheimer Konoha-Schatz. Gut, dann haben wir die Quest auch hinter uns. Wunderbar. Frösche haben wir mittlerweile alle gefunden. Keinen Gesichtsbanditen haben wir ja auch alle gefunden. Also das, der Fall ist erledigt. Aber das wisst ihr ja sicherlich schon. Und ja, was kann ich sonst noch erzählen? Ja, es ist gerade ziemlich warm. Wie es für einen Sommer sich eigentlich auch gehört. Ja, jetzt hier bei mir in der Nähe in Kiel sind 2 Schulen geschlossen worden wegen Covid-19. Also Corona flammt wieder auf. Ne, die letzten paar Tage immer konstant über 1000 Infizierte. Also, ja, es ist Vorsicht geboten. Bleibt gesund da draußen an dieser Stelle, Freunde. Und trinkt vor allen Dingen viel. Am besten Wasser. Das ist immer der Optimalfall. Das wird euch auch jeder Arzt sagen. Immer viel Wasser trinken. Immer so pro Tag. Na, es hängt immer erstmal davon ab, wie viel man verbraucht. Aber immer wird so empfohlen, so zwischen 2 bis 3 Liter am Tag. Wird immer so empfohlen. Und ja, ansonsten habe ich nichts Großartiges zu berichten, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt in der letzten Zeit großartig am Valkyria 4 zu suchten. Dank dem Tobi, dem Sarge. Der guckt momentan übrigens mein Renegade Let's Play, das weiß ich. Und dank dem bin ich jetzt dabei, Valkyria ohne Ende zu suchten. Wie gesagt, ich bin jetzt auch schon kurz vor Ende der Main Story. Also da bin ich auch recht gut dabei. Muss ich auch noch dazu sagen. Und, jo. Ich gucke jetzt mal gerade, ob wir hier noch eine Quest finden eventuell. Nee, hier ist kein blauer Punkt. Schade. Vielleicht oben auf dem Dach. Zufällig. Ich glaube, so viele Edelsteine des Erfolgs brauchen wir auch gar nicht mehr. Nee, gar nichts. Sunagakure hat nicht einen blau hervorgehobenen NPC. Nicht einen. Also keine Quest vorhanden. Schade. Ich dachte, man könnte hier vielleicht noch ein paar Edelsteine des Erfolgs abgreifen. Ich weiß jetzt leider, also es ist wirklich schon eine Weile her, dass ich das zuletzt gespielt habe. 9 Tage, um genau zu sein. Ich habe das nämlich schon mal gespeichert zwischenzeitig. Da habe ich das nämlich gesehen. 9 Tage habe ich liegt zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahmesession. Also schon eine ganze Weile her. Tatsächlich. Apropos Speichern, da fällt mir gerade mal was ein. Ich könnte ja mal zwischenspeichern, dass ich diese Mission endlich abgehakt habe, weil der Kampf...
Das war ja echt, das war ja schon Krampf. Das war ja schon kein Kampf mehr, das war ja schon echt nicht schön. Ne, bei der letzten Mission, da habe ich da auch noch rumge... bei der letzten Session habe ich da auch rumgeraged, wie bescheuert. Ne, aber da war es auch spät abends, muss ich auch noch dazu sagen. Und, ja. Jetzt ist ja alles gut. Ich nehme das übrigens tatsächlich am Abend auf, wo es ein bisschen kühler ist, weil nachmittags aufnehmen, das hältst du nicht durch. So, und dann gucken wir uns mal an, was für einen Fortschritt wir in den Missionen haben. Genau, deswegen mache ich nämlich noch weiter, wegen dem Meistertraining, weil ich wissen will, was das ist. Richtig, bei C wurde mir, glaube ich, schon gesagt, dass ich alle gemacht habe. Richtig, genau, da haben wir das mit den Juwelen. 70 brauchen wir. 70 Juwelen, das heißt, hier müssen irgendwo noch Quests vorhanden sein. Und dann kommt ja noch Rang A, also ich denke mal, dass da auch noch welche kommen, noch mehr kommen. Tsunade, ey. Gut, dann gucken wir nochmal wegen blauen Punkten. Ansonsten kann es sein, dass ich mich gleich nochmal auf den Trainingsplatz verirre. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir heute tatsächlich mit dem Meistermodus vorstellen. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, weil wir bewegen uns paartechnisch jetzt, ich glaube, auf die 50 zu. Lasst mich lügen. Ich gucke mal kurz nach. Ich habe den Ordner ja offen. Ja, wir bewegen uns auf die 50 zu. Also das ist jetzt der 49. Part tatsächlich. Also wenn ihr das seht, wie gesagt, kurz vor der 50. Also das ist echt eine ganze Menge für einen einzelnen Modus wohlgemerkt. Das ist echt krass. Aber wie gesagt, ein Fliegenschiss gegen das, was in Valkyria auf einen wartet. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich das irgendwann streamen werde oder Let's Playen werde. Ich würde es gerne machen, aber es gibt noch gewisse Hindernisse. Sagen wir es mal so. Ich würde es mal so vorsichtig ausdrücken, wie es geht. Aber generell Let's Playen würde ich das schon. Auch wenn der erste Teil, den habe ich ja geschenkt bekommen tatsächlich. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Der ist nämlich leider komplett auf Englisch. Da habe ich aber auch tatsächlich mir schon eine Idee zurechtklambüsert. Da würde ich das nämlich sonst so machen. Es gibt ja diese nette Untertitelfunktion von YouTube. Da habe ich schon dran gedacht, dass ich da sonst irgendwie, weil ich habe ja auch noch so einen Übersetzer, der mir so ein bisschen dabei helfen kann. Ja, er ist vielleicht nicht ganz so präzise, ich weiß. Nein, damit meine ich nicht den Google-Übersetzer, das ist ein ganz anderer Übersetzer. Der hat mit Google nichts am Hut. Der ist übrigens auch kostenlos, kommt auch noch dazu. Und darüber könnte ich dann eventuell ein paar Texte übersetzen lassen. Wenn die nicht ganz fehlerfrei sind, ja Gott, dann, mein Gott, dann ist es halt so. Aber dann kann man zumindest die Story bei Teil 1 dann ein bisschen besser verstehen, als wenn man das nur auf Englisch hat, weil nicht alle hier bei mir in der Community können Englisch, mich eingeschlossen. Ich kann nämlich auch nicht so gut Englisch. Kommt nämlich auch noch dazu. Was ist mit Kakashi eigentlich? Sparring. Okay. Naruto. Ist das dieses Meistertraining, das so hervorgehoben wurde? Ich glaube, ja. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir gegen Kakashi antreten. Oh, war ja. Kakashi ist auch so eine Hausnummer, ne? Für sich. Gewinne den Kampf mit Gegner mit hoher Geschwindigkeit. Beginne mit Chakra auf Stufe 0. Ja, super. Wende keine normalen Jutsus an. Auch das noch. Keine normalen Jutsus. Also kein Rasengan, kein gar nichts. Oh, super. Der Mann verprügelt mich erstmal fett. Keine normalen Jutsus. Das heißt aber, die ultimativen Techniken darf ich verwenden.
frage mich, ob das Jutsu des Tausches dazugehört. Nein, gehört nicht dazu. Okay. Eieieiei. Aber wenn man echt raus ist, ne? Dann hat man echt Probleme, wieder reinzukommen in solche Spiele. Oh, das war gar nichts. So, das war's für ihn. Ja, und es zählt sogar. Geil. Sehr gut. Perfekt. 5000, Kakashis Auftritt. Na, immerhin. Das ist doch mal was. Ich frag mich, wie wir die restlichen Edelsteine zusammenkriegen sollen. Dieses Jutsu jetzt meistern. Okay. Feuerkugel Geheimschrift. Ah. Du hast die Feuerkugel Geheimschrift gelesen. Feuer versteckt, flammende Feuerkugel gemeistert. Okay, tschüss. Jo. Haben wir den Trainingsplatz tatsächlich mal leer gekriegt? Wahnsinn. Hier waren mal so viele NPCs. Jetzt sind sie auf einmal alle weg. Richtig ungewohnt. Gut, ich werde mich nochmal ein bisschen umgucken. Was jetzt blau hervorgehobene Leute angeht. Aber es wird sicherlich hier noch irgendwo die eine oder andere Quest lauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Irgendwie kann ich mir das nur schwer vorstellen, dass das alles ist. Weil es wäre echt schade, weil dann könnten wir nämlich die Mission nicht zu Ende kriegen. Ja, das ist dieses blöde Rennen da. Das muss ich nicht unbedingt haben. Ehrlich gesagt. Ich glaube, da kriegst du auch nichts großartig Besonderes. Also keine Edelsteine des Erfolgs, meine ich damit. Puh. Irgendwie ist mir gerade warm. Aber ist ja auch kein Wunder, ich habe gerade Fenster zu. Muss ich zu haben, weil sonst, ja, wäre das ziemlich doof, sage ich mal so. So. Da war das Sparring, genau. Mich würde ja gerade mal interessieren. Ich gehe jetzt nochmal zum Haus des Hokage. Fällt mir nämlich gerade mal ein. Mich würde nämlich mal tatsächlich interessieren, ob das Training, das wir gerade mit Kakashi gemacht haben, beziehungsweise dieses Sparring, wie er es ja bezeichnet hat, ob sich das tatsächlich so auswirkt, dass das als Meisterprüfung gut durchgeht. Das würde mich jetzt mal interessieren, tatsächlich. Da bin ich jetzt gerade mal sehr neugierig. So, Rang D. Alle Trainings-Items für den Meisterkampf absolvieren. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch jedes Mal, was das heißen soll. Alle Items absolvieren für den Meisterkampf. So, hä? Was für ein Meisterkampf? Gut. Dann müssen wir tatsächlich mal gucken, ob wir noch irgendwo jemanden finden. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich das zur Not offscreen mache, weil wenn wir tatsächlich nichts mehr finden, würde es eigentlich keinen Sinn mehr machen, die Story noch weiter fortzusetzen. So, dann gehen wir nochmal zu Ishiraku. Vielleicht hat der ja noch eine Quest vorliegen. Nö, keine Quest, kein gar nichts. Edelsteine gibt es hier auch nicht. Und zur Kristallmine gehe ich bestimmt nicht wieder. Da war ich doch ein Ticken zu oft, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann diesen Ort tatsächlich langsam nicht mehr sehen. Sag ich euch, wie es ist. Aha, siehst du, leuchtet schon was blau, habe ich mir gedacht. Kakashi, er hat einen Auftrag für uns. Gut, was genau dieser Auftrag aber ist, würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Part an, denn ich sehe gerade, wir haben fast die 20 Minuten voll. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und beim nächsten Mal dann werden wir herausfinden, was Kakashi Hatake für uns auf Lager hat. Und ich sage nun einfach, ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen, wenn es euch gefallen hat. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund in diesen Tagen.
Bis dahin. Tschö, tschö.